Hey Leute, willkommen zu einem neuen Yummy Pilgrim Video. Es haben sich ganz viele ein neues Food-Favoriten-Video von mir gewünscht. Tada, hier ist es. Ich habe auch einige leckere Goodies für euch. Es ist ja jetzt wirklich so schlagartig kalt geworden und da liebe ich es einfach so warme Getränke zu mir zu nehmen. Also natürlich Kaffee. Ich mache immer noch meinen Pumpkin Spice Latte übrigens ganz gerne. Oder Tee oder irgendwelche Punsch. Und das habe ich nämlich jetzt für euch. Und zwar Tee. Ich liebe diese Yogi-Tees. Vor allem dieses hier. Das ist nämlich Finest Selection. Ich weiß nicht, ob die die immer haben. Ich finde sie zumindest nicht immer. Ich glaube, das kommt so eher so Richtung Winter, Weihnachten rum. Es gibt auch von anderen Marken, was ich auch ganz gerne mag, ist nämlich Pukka. Die Marke. Und die haben auch so eine Selection. Aber ich kann euch Yogi-Tee empfehlen. Da mag ich nämlich alle Sorten, die da drin sind. Und zwar ist da einmal Classic. Ganz, also klassisch. Ingwer Zitrone, super lecker, weil es wirklich sehr nach Ingwer schmeckt. Glückstee, Sweet Chai, Frauenpower, Wohlfühltee, Halswärmer, Schoko und Grüntee, Matcha, Zitrone. Alle sind super lecker, kann ich euch echt empfehlen. Zuerst dachte ich, oh, vielleicht wird mir das eine oder andere nicht gefallen. Ich mag alle super gerne. Ich mag das ganz gerne, dass man eben so eine Auswahl hat. Es gibt ja auch diese Adventskalender-Tees, da hat man auch eine Auswahl. Aber die, also das speziell jetzt vom Yogi-Tee kann ich euch empfehlen, weil da wirklich alle Sorten super lecker schmecken, zumindest mir. Und ich mag immer, dass da immer so ein Spruch drin ist, so ein Mantra des Tages sozusagen, was einen nochmal so positiv stimmt. Dann als nächstes Getränk, warme Getränk, Punsch. Yes! Kann man natürlich auch selber machen mit irgendwelchen verschiedenen Früchte, Säften und dann schönen Gewürze rein, die typischen Nelke, Zimt, Anis, sowas halt in die Richtung. Oder man kann auch Zitrusfrüchte, also so ein bisschen die Schale, die Zeste noch mit reingeben, zum Beispiel Orange, Mandarine, Zitrone, Grapefruit, was auch immer man da hat. Ich habe jetzt hier einen fertigen, der ist super lecker, der ist von Beutelsbacher Früchte Glühpunsch. Mit Bio-Holundersaft aus Wildfrüchten. Meine Trockenpflaumen, die ich immer noch seit, ich weiß jetzt gar nicht wie lange schon, 2 Jahre vielleicht, also ungefähr, also es hat immer alles, war so der gleiche Schnitt in meinem Leben. Ich habe zur selben Zeit aufgehört, Fleisch zu essen, habe zur selben Zeit angefangen, regelmäßig Sport zu treiben und so ein bisschen meine Ernährung umgestellt auf ein bisschen bewusster und gesünder und ausgewogener vor allem auch. Und da gehören eben, also das war so ein Tipp von meinem Vater, einfach Pflaumen. Er nimmt 5, ja, er isst 5 Pflaumen jeden Tag morgens. Das mache ich nicht, bei mir reicht das 2. Es fördert erstens die Verdauung, aber darum geht es nicht nur, sondern es, Pflaumen sind halt reich an Antioxidantien. Und das hilft so einfach, unser Immunsystem zu stärken, einfach so besser durch den Tag zu kommen. Und ich kann echt berichten, also ich meine, natürlich ist es eine Mischung aus dem Ganzen, was ich euch vorhin aufgezählt habe. Aber trotzdem, ich war seitdem, seit 2 Jahren jetzt, nie mehr krank. Also ich hatte nicht mal eine Erkältung, nichts. Und meine Migräne zählt nicht dazu, weil ich bin einfach mal Migränepatient, ja, damit hat es nichts zu tun. Aber ich meine jetzt so, ich hatte keine Erkältung mehr, keine Grippe oder irgendwas ähnliches. Mein Immunsystem ist wirklich stärker geworden. Natürlich, wie gesagt, die Verbindung von allen Sachen. Aber ich schwöre auch darauf, ich mache das immer noch jeden Tag 2 Stück. Die schmecken ganz gut, die sind von Denry, Soft. Pflaumen. Ich mag die Soften am liebsten. Mein Papa schwört zwar auf die mit Kerne, also mit Stein, aber die kommt man seltener, sage ich mal. Und dann habe ich jetzt einfach die genommen. Da wechsle ich aber auch oft, aber die schmecken ganz gut. So, jetzt ein paar Snacks. Und zwar habe ich neulich das entdeckt von Rapunzel. Das ist so eine Schokoladentafel Lebkuchen. Ja, ich bin schon voll, nein, volle Kanne in diesem Weihnachtsgeschmack einfach. Ich brauche... Ich hab so voll Bock auf diese ganzen süßen Sachen oder gerade diese Gewürzsachen. Man kann alles essen, es kommt nur darauf an, wie viel davon, ne? Die Balance ist wichtig und am nächsten Tag mal was anderes und nicht ständig. Dann ist es in Ordnung. Aber ich möchte jetzt auch nicht predigen, sondern ich möchte euch das empfehlen, weil es super lecker schmeckt. Das ist eine hauchdünne Schokolade, ein bisschen weniger als die Hälfte, weil ich esse immer nur so ein kleines Stück. Und schmeckt halt ganz zart nach diesen weihnachtlichen Gewürzen. Typisch Lebkuchengewürz halt. Sehr, sehr lecker. Und die Schokolade ist auch wirklich gut. Also die hat einen guten Schmelz und ja, schmeckt wirklich sehr lecker. Mein nächster Snack, vor allem an Netflix-Tagen, ist natürlich Popcorn. Ich liebe Popcorn. Ich mache es am liebsten selbst, einfach weil es
Es ist viel billiger, ne, als es so fertig zu kaufen. Ich mache mein Popcorn am liebsten salzig und es geht super einfach. Mich fragen echt so viele, wie ich das mal mache, aber es steht auch hinten drauf, wie es gemacht wird. Also von daher kann ich gar nicht mehr erzählen, außer dass mein Tipp für wirklich super leckeres Popcorn ist, Kokosöl zu nehmen. Dann schmeckt es auch mehr so wie im Kino. Wirklich. Also das ist so wirklich noch leckerer. Dann als nächstes natürlich Hülsenfrüchte und Bohnen. In diesem Fall jetzt Kichererbsen. Ich meine, ich esse das ganze Jahr über gerne, aber in letzter Zeit besonders viel. Wahrscheinlich auch, weil es gut zu der Herbst- oder Winterküche passt, wenn man so Eintöpfe machen kann oder mehr so Suppen einfach isst. Oder einfach so kurz was angebraten mit irgendwelchen, keine Ahnung, letztes Jahr habe ich ganz gerne zum Beispiel Vollkorn-Couscous dazu gegessen oder mit Nudeln. Also die sind einfach sehr sehr vielseitig. Vor allem Kichererbsen kann man echt so vielseitig verwenden. Ich habe ja auch in meiner 30-Euro-Vegan-Challenge euch sehr viele Rezepte schon gezeigt mit Kichererbsen, die man sehr gut machen kann. Und sie sind super günstig, vor allem wenn man die getrocknet kauft, und ich mache es nur noch so. Dann einfach mit doppeltem Wasser aufgießen, über Nacht einweichen lassen, am nächsten Tag kochen, so 30, 40 Minuten, je nachdem wie lange man eben eingeweicht hat, bis sie eben weich werden. Und dann kann man sie auch so eine gute Woche im Kühlschrank aufbewahren. Also man kann ruhig mehr machen und dann hat man auch länger was davon. Genau, und ich mache das immer so, mache schon immer ein bisschen mehr, habe das dann immer im Kühlschrank und kann dann sofort loslegen mit irgendwelchen Sachen, Bowls oder wie gesagt Suppen. Oder ich mache einfach irgendeine Suppe, die ihr kennt, und ihr haut einfach nochmal Kichererbsen mit rein, so habt ihr nochmal extra Protein, was nicht schlecht ist. Oder ihr püriert es einfach, habt ihr immer einen leckeren Dip oder was Streichbares. Und das kann man sehr gut auch austauschen gegen andere Hülsenfrüchte oder Bohnen eben oder einfach Linsen. Es müssen keine Kichererbsen sein, wenn ihr das nicht mögt, es können auch Kidneybohnen sein. Oder eben Linsen sind sehr gut, weil sie ein bisschen schneller gehen, wenn das zum Beispiel diese gespalteten sind. Rote Linsen, gespaltet, super schnell zubereitet. Genau, also kann ich nur empfehlen, gerade so Herbst, Winter, das ist doch die Küche für Hülsenfrüchte. Yes, so Hülsenfrüchte, oder? Dann als nächstes natürlich Kürbis. Kürbis ist Herbst pur. Hier auf diesem Kanal habe ich leider ein bisschen wenig davon gezeigt, aber ich hoffe, ihr folgt auch meinem Hauptkanal. Dort vlogge ich ja zurzeit jeden Tag und lade 3 Vlogs die Woche hoch, also mein Vlogtober. Und da habe ich einige Kürbisrezepte euch gezeigt. Einmal war das eine Pumpkin Spice Torte, die ich meiner Mama zum Geburtstag gebacken habe. Die war ganz gut. Ich habe auch dann ein Fazit dazu gemacht, dass es als Kuchen sogar besser schmeckt als als Torte. Aber das Rezept ist dort, also ihr findet das alles. Ich werde es euch mal in die Videobeschreibung posten, diese 3 Videos mit den Rezepten. Dann habe ich einmal gemacht Kürbis-Rösti, super einfach gemacht. Ihr braucht so wenig und schmeckt sehr, sehr lecker. Sehr lecker, wirklich. Kann man noch mal ein bisschen verändern, kann man süß oder herzhaft essen, je nachdem. Und dann habe ich gemacht Pumpkin Spice wieder French Toast. Ugh, super geil. Super geil. Außen knusprig, innen schön saftig weich. Es ist so lecker, diese Gewürze, wie alles schon duftet und wie das aussieht. Also könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Wie gesagt, ich werde euch die 3 Videos verlinken in die Videobeschreibung. Das waren meine Herbst-Food-Favoriten für euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video und wie gesagt, schaut gerne in die anderen Videos rein, wenn ihr mögt, wenn ihr Interesse an den Rezepten habt. Und wir sehen uns sehr gerne dann im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen.